So, willkommen zurück zu Ultima Underworld. Ja, und die tolle Musik, die wieder spielt, diese Anfangsmusik, die finde ich ja immer ganz besonders spannend, muss ich zugeben. Ich würde jetzt gerne auf die Karte gucken, aber dann wissen wir ja, dass da wieder alles weg ist. Wir befinden uns im Westen von Stufe oder von Ebene 5 viel eher. Und wir sollen Material besorgen, nämlich das gute Glowing Rock. Nee, Sunny. Wie ist das? Sanium, genau. Sanium für den Herrn. Oh nein, das Licht ist aus. Wie unangenehm. Ja, okay. Soll ich mal schauen, reicht das denn? Oder haben wir mehr Licht, wenn wir ein bisschen Licht zaubern? Weil uns fehlt ja immer noch die Vas-Rune. Und mit der Vas-Rune können wir in. Vas-In-Lore, glaube ich, zaubern. Und schon. Verdammt. Ach ja. Irgendwie fehlt so ein bisschen an Mana, ne? Wie wär's mit. Wie sieht's vor das hier aus? Oh, wir sind hungrig. In Mani Ilim. Oder? In. In Vis Ilim? Nee. In. Mani. Ah ne, das war gar nicht. Oh, jetzt habe ich schon wieder das. Ah doch, in Mani, da ist es doch. In Mani Ilim. Machen wir gleich nochmal, ne? Selbstverständlich. Denn wir müssen sowieso jetzt gleich ein Nickerchen machen. Und ich habe mir schon überlegt, ich könnte das ja mal testen. Vielleicht sollte man das wirklich mal zuallererst machen. Das interessiert mich nämlich wahrlich, wahrhaftig. Und so. Wir sind hungrig, das heißt, wir können auf jeden Fall ein bisschen was reinstopfen. So, wir speichern. Speicherung ist auf dem aktuellen Stand. So, wir sind hier im Westen. Jetzt will ich mal ganz kurz schauen, wo es das Futter, wo es Rüstungsteile gibt. Wo haben wir es liegen lassen? Gab es da oben was? Ich glaube schon. Da möchte ich nur mal ganz kurz hin. Ich lade auch gleich diesen Spielstand wieder, dass wir nicht wieder zurücklatschen müssen. Das wäre ja dumm. Reicht schon, wenn wir eine Dummheit begehen. Die Dummheit des. Oh Mann. Schaffen wir, oder? Ja, der Avatar ist ja schon groß. Und hopp! So ist fein. Ich weiß noch, wie wir am Anfang Probleme hatten. Beziehungsweise, wie sage ich denn am Anfang? Wir haben ja. Zwischendrin haben wir uns auch angestellt wie der erste Mensch. Wie der erste Avatar. So, Rüstung. Wo. Wo waren Rüstungsteile? Jetzt wird's spannend. Hier ist lauter Schrott. Im Zentrum auf jeden Fall, oder? Aber auch hier was? Ich weiß es nicht mehr. Der Grund. Oh, nein, das machen wir jetzt mal. Das machen wir mal ganz, aber ganz wissenschaftlich. Gehen wir das jetzt mal an. Zumindest. Gut, man hätte es auch einfach wissenschaftlich angehen können, indem man einfach die Forschung betreibt und sich das tapfere Handbuch schnappt. Aber das habe ich jetzt nicht zur Hand. Underworld Internal Error Problems in Object List. Muss das eigentlich immer sein? Was ist das denn für ein Quatsch? Irgendwas ist doch da komisch. Hier ist nur alles voller Säcken und Gold. Aber hier haben wir so viel Kohle. Hätte ich auch alles zum Golddurst hochbringen können. Naja. Genau, wir bekommen ja auch einen fetten. Ja, einen fetten Edelstein, hat er doch gesagt. Nee, er macht uns einen riesen Klumpen Gold. Der komische Jorne, oder wie der hieß? Ja, und den werde ich auf jeden Fall mal dem Kollegen da oben bringen. Weil wer sonst hat so einen Golddurst wie der Typ? Alles klar. Was wollte ich eigentlich hier machen? Genau, ich wollte in die Kammer, in die sogenannte Waffenkammer. Also, du ziehst mal den Hut auf. So. Wie machen wir das? Tür ist noch auf. Das ist natürlich hervorragend. Alles klar. Wir machen das in zwei Etappen. So, Helm. Jetzt leg ich doch den Helm ab. Avatar stelle ich nicht so an. Gut. Tja, dann speichern wir das mal hier rauf auf. Das sind das. So. Ja, wir müssen ein Nickerchen machen. Richtig? Eigentlich schon. So, jetzt haben wir 6 Punkte. Dann zaubern wir noch zweimal Futter und dann ist gut. Wieso habe ich denn das Futter schon wieder ausgestellt? Was ist mir denn da wieder?
So, jetzt haben wir keine mehr. Wir sind also. Ja, der Speicher ist ab und auf zu knistern. So, keine Mana-Punkte und wir legen uns schlafen. Vielleicht erscheint jetzt wieder der alte Mann. Fast 60. Okay, machen wir nochmal. 95. Okay. Für die Wissenschaft. Zack. Wir haben keinen Mana. Vielleicht haben wir gleich eins, weil wir zu lange brauchen. Ist ja auch egal. Oh Mann, ich bin davon überzeugt. Komm, hau weg. Ja, ja. Wir brauchen es nicht mehr. Wir haben jetzt, wir haben Besseres zu tun. So, Waffe weg. Das hier auch zu und weg damit. Hau weg die Scheiße. Braucht kein Mensch. Die braucht auch keine. So, 26. Jetzt können wir zumindest mal ein bisschen was tragen. Also, was wiegt denn so eine Rüstung? Boah. Was waren das? 8, ne? 26? 8 Kilo. Das werden dann 6 sein. Wie? Achso. Ja. 6 Kilo. Das waren 5 Kilo, glaube ich. Genau. Stiefelchen. 2 vielleicht? An die Füße. Genau, 2. So, und Handschüchen. 1 Kilo. Fehlen noch die... Na, die Armgeschichte hier fehlt noch. Gibt's das nicht oder ist das die komplette Rüstung? Ne, Armschutz gibt's gar nicht, ne? 1, 2, 3, 4 und 5. Hm. Und 6 mit dem Schild. Komm, nehmen wir noch die Waffe in die Hand. So, jetzt haben wir 2. Jetzt Trick 17. Wir schlafen. Okay, mehr als vorher. Das gab 59. Ah, das spielt also überhaupt gar keine Rolle. Jetzt sind wir sogar voll, obwohl wir eine komplette Rüstung haben aus Plattenpanzer. Exzellent. Okay, gut zu wissen. Das heißt, Rüstung spielt überhaupt keine Rolle. Wir könnten uns also, wenn wir die Kraft dazu hätten, könnten wir uns in die fetteste Rüstung schmeißen und alle wären glücklich. Das überlege ich gerade. Sollen wir das nicht mal... Sollen wir das umschichten vielleicht? Ich habe nämlich das Gefühl, dass ein Sack leichter ist als Flöhe. Nein, als diese Kiste. Wieso haben wir denn so wenig Tränke? Und wieso sind hier die Tränke drin? Achso, weil sie Lebens... Moment, what? Was habe ich denn da angestellt? Und warum? Und wieso hat das keiner korrigiert? Heilung? Fliegen? Wieso ist hier eine... Ach Gottchen, wir hatten doch eine. Aber gut, dass wir es nicht eingesetzt haben, denn... Genau. Hier sind die ganzen Heilgeschichten. Wieso sind denn da? Wieso habe ich denn zwei? Vor allem, was bringt mir denn das ganze Heilzeug, wenn ich es nie benutze? Hm. Merkwürdig. Jetzt sagen die Lesser, die Restore Mana, davon hätte ich gerne ein paar. Und die würde ich auch gerne herstellen können. Aber geht nicht, ne? Bottle of Ale of Lesser Heal. Okay. Dann benutzen wir zumindest mal die Greater Heal. Achso, das war's schon. Nee, das war's nicht. Du kommst mal weg. Und dieser Futtersack, wie ist der denn draußen? Wieso haben wir den ausgelagert? Verstehe ich nicht so hundertprozentig, aber gut. Ach nee, das müssen wir... Ach, die dumme Flöte haben wir auch noch. Das, ja, stimmt, das Lied, das müssen wir irgendwie spielen. Bei Zeiten, irgendwo, wo es Platz hat. Aber noch haben wir nicht den Ort gefunden. So, kommt mir das so vor oder bin ich ein bisschen leise heute Morgen? Naja, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ist ja wurscht. So, ja. Wir wollen hier den Teleporter. Es ist ein Teleporter. Ah. Das heißt doch, die werden automatisch eingesaugt. Hat er zumindest gesagt, der Kollege. Ich weiß nicht, ob er das wirklich macht. Glowing Rock. Ah, einfach drüber latschen. Bitte? Och Gottchen. Nicht noch die Geister, die ich rief. Gut. Ach ja, wir wollten ja eigentlich mal ein Schläfchen machen, bevor wir reingehen. Ich glaube, ich lade nochmal. Ja, aber wir sind mittendrin, ne? Ja, okay. Derer könnten wir uns vielleicht erwehren, aber...
Aber wir wollten ja vorher schlafen, deswegen haben wir das. Aber jetzt habe ich so viel geschlafen, dann neu geladen, dass ich das komplett verrafft habe. Naja. Futter war ein Problem, ne? Currently fat. Ah ne, wir haben schon. Dann halte ich. Ja, hole ich mir trotzdem noch was zu futtern durch In Mani Elim. Zack. So, wow. Und nochmals wow, hat er gesagt. Mann. Wieso gehorchen? Avatar. Übertreib nicht. Wir werden ja teilweise. Oder wurden ja schon überrascht im Schlafe. Sehr gut, 94, das so ist okay. Kann man ein paar Mal zaubern. So. Wie viel? Fett? Ja, die Fett müssen wir auch abschaffen. Currently well fat. Gut. Walfett. Wir begeben uns in den Teleporter, denn wir wissen jetzt, was auf uns zukommt. So, hier ist ein Schwertsche. Ich würde fast sagen, wir wechseln mal zum Knüppel. Ist die denn noch exzellent? Ja, selbstverständlich. Eine exzellente Wahl. Schild? Braucht man ein Schild? Nee. Wir versuchen wieder flink zu sein. Okay. Vielleicht mal durchrennen. Halt, da ist er auch schon. Treffer. Ja, die Musik ändert sich schon. Wieso habe ich den denn verpasst? Wie soll das denn funktionieren? So, vielleicht mal nicht. Genau, deswegen. Sauber, Leute. 5 Schuss und weg ist das Vieh. Denn ich schätze mal, das hier sind so. Ist das Pac-Man oder was ist hier los? Ich darf jetzt den komischen Punkten nachlatschen. 80 Stück brauche ich, okay. Moment. Ich wette, der Süd. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Der ganze Südwesten, wir sind mittendrin mehr oder weniger gelandet. Das heißt, das wird hier ein riesiges Labyrinth sein. Schätze ich mal. Also müssen wir das Ganze systematisch angehen. Wobei natürlich auch die Karte da relativ hilfreich ist. Aber noch haben wir ein bisschen. Ja gut, 2 Schuss sind noch drin. Den Rest müssen wir halt dann mit dem Schwertchen machen. Aber trotzdem, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Gut, das sammeln wir automatisch ein. 80 will der haben, ne? Das ist natürlich krank. Aber man hatte 2 Optionen. A konnte man ihm ja sagen, wir besorgen dir die Informationen. Vielleicht hätte man es dann nicht selber aufsammeln müssen, ich weiß es nicht. Und B, oh, nicht BO, sondern B wäre dann die Variante, die wir gewählt haben. Exit. Exit Corridor. Was heißt das? Mittendrin ist der Exit Corridor. Moment, ist das hier? Mal aufpassen. Aber von der anderen Seite ist auch ein Schild. Vielleicht ist genau das hier der Teleporter nach draußen. Ah! Und wir sind wieder hier. Ich verstehe. Dann markiere ich mir das einfach mit einem X. Da weiß man X für Exit. Ja, was ist. Ich habe da nicht so viel Platz, da kann ich nicht so viel kritzeln. Wenn wir zufällig irgendwo hingebeamt, offensichtlich nicht, denn wir haben nichts vor uns, was wir einsammeln können. Genau. Nach Norden mal weiter. Oh nein, Geister! So, hör du Schwein. Schweinegeist. Der hat echt verfehlt, oder? Leck mich im Kittel. Verdammt, noch nicht genug. 8. Es langt nicht. Nicht genug Mana. Komm, hau ab, Junge. Dann müssen wir fliehen. Wir müssen fliehen, weil wieder. Uns fehlt ein Punkt Mana. Ich möchte auch nicht weiter in die Gegner rennen. Noch weitere Gegnertrauben anlocken. Oder ist er? Hilfe! Ja, sobald der krasse Kampf vorbei ist, müssen wir sofort wieder ein Nickerchen machen. Aber ist mir ehrlich gesagt so lieber als. Also doch, es geht doch in 2er-Schritten. Wie ich es schon einst vermutet hatte. Das war ja auch klar, oder? Ich meine, wir sind hier der Avatar. Mit so viel Intelligenz. Feuer. Bam! Hier zu schlafen ist wahrscheinlich eine dumme Idee. Ich mach's trotzdem.
Oh, der Chef. Komm. Thou dost well, but make haste. My brother Tibal has already... is terrified. I know she must be. And all the least... Ah, Tibal. Hat er nicht Tibal schon mal erwähnt? Dass Tibal eigentlich der... sein Bruder? Ne, Quatsch. Jetzt wissen wir ja, dass es sein Bruder ist. Aber Tibal hat er schon mal erwähnt. Oh, jetzt haben wir bestimmt Hunger, oder? Päckisch. Ja, komm, wenn wir irgendwas finden, dann schnappen wir uns das Teil mal. Auf einen Moment. Nee. Oder? Nee. So, wir brauchen 80. Wir haben 23. Das dürfte so schwer eigentlich nicht sein. Wir gehen mal die äußeren Bereiche erstmal ab, ne? Die dürfen ja relativ sicher sein. Schnitt tot. Aber was kriegt man hin? Aufpassen vor den Geistern, die sich hier rumtreiben. Wahrscheinlich die verschüttgegangenen Arbeiter, die Minenmenschen. Ja, die ganzen Ghule, hier ist doch bestimmt was passiert. Geister, Ghule. Ja? Ich hab da schon so einen Verdacht. Vielleicht wie bei Baldur's Gate, dass jemand das Ding geflutet hat. Irgend so ein Irrer, so eine irre Gruppe aus selbsternannten Abenteurern. Da waren nur irgendwelche verrückten Psychopathen. Ja, okay. Also das ist wirklich ein bisschen Pac-Man, ne? Mit den Geisterchen. Ach, wahrscheinlich soll das auch eine Reminiszenz sein, ne? Weil da waren es ja auch irgendwelche Geisterchen. Das ist der Exit-Raum. Können wir mal beenden den... Oder schließen den Kreis. Hälfte haben wir. Hälfte haben wir und... Ja, das ist einfach nur jetzt rumlaufen. Und... die einzelnen Punkte einsammeln. Oder wie hat das Vieh immer gemacht? Hä? Was war das? A1. A2. Das kann man doch so gut lesen, finde ich. Das finde ich ja richtig gut. Hier vielleicht? A2. Jetzt hoffe ich mal, dass ich auch hier wieder zurück kann. Offensichtlich. Ah, okay. Teleportiert mich von links nach rechts und rechts nach links. Alles Klärchen. Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Ja, sichi. So, was laufen wir einfach rum? Ja, noch haben wir... Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Kampf kommen. Gegen irgendwelche Gespenster. Es würde auch so funktionieren. Wobei die Erfahrungspunkte natürlich, die sind ja Gold wert. Oder Sanium wert. Ja. Erste Sahne hier. Gut. Ich würde sagen, wir bleiben trotzdem außen, oder? Nee, tun wir nicht. Okay. Ich folge einfach mal. Wie heißt so schön? Trust your instincts, Fox. Wo bin ich jetzt? Naja, wir haben zum Glück einen Kompass. Finde ich gut. Das haben leider andere Spiele nicht. Standardmäßig, das ist, finde ich, ein bisschen brutal, wenn das nicht dabei ist. Weil anhand eines Kompasses kann man sich immer wieder zumindest so grundlegend orientieren. Wenn das nicht drin ist, das finde ich ein bisschen mies. Ja? Das ist ein Talion-Spiel, das hatte das auch nicht von vornherein. Das fand ich, es ist schon ein bisschen anstrengend, muss man sagen. Jetzt laufe ich ja doch querfeldein. Ist wahrscheinlich nicht so eine besonders intelligente Idee, vor allem... Feind, okay. Ah, sehr gut. Na? Ich juckt schon in den Fingern. Ein Schuss! Ja, richtig gut. Oh, wofür das sind? Keine Ahnung. Moment, ich kann ja auch an die Wand. Zack! Nicht genug Raum zum Schießen. Was ist jetzt irgendwo im östlichen Bereich, ne? Genau, hier ist auch direkt der... Können wir links, links. Unten haben wir alles wahrscheinlich. Danach links. Beziehungsweise Nord. Genau, nicht nach links. Ich stehe nämlich falsch rum. Das ist nur eine Stecknadel. Das ist keine Richtung, die hier angegeben ist. Halt! Da sind wir wieder dumm. Halt mal, ich stehe. In Blickrichtung teleportierte mich. Ah, das macht's natürlich. Hungrig sind wir. Ja, kann ich mich jetzt nicht kümmern um solche Kleinigkeiten wie Hunger, Durst. Norden bitte. Sehr schön. Dann noch Nordwesten und hier. Als weiter, ja, muss auch zum Zuschauen wahrscheinlich sehr angenehm sein. Ich einfach nur dumm durch irgendwelche Gänge laufe.
Tja, aber so ist es halt, ne? Anders ist es leider vorbei, da nicht zu machen. Da ist nämlich, ja, ich habe keine Minikarte, die ich einblenden kann. Haben ja auch, genau, das ist ja auch so ein Punkt heutiger Spiele. Es muss immer irgendwo eine Minimap sein, dass man sich ja nicht verlaufen kann. Ist ja eigentlich nett. Oh, es fehlen nur 6 Brocken. Geil. Aber richtig geil. So. Man kann sich ja heute kaum noch verlaufen, gerade weil man immer die Karte vor Augen hat. Sie ist ja auch oftmals so, so omnipräsent. Obwohl, man kann sie auch ausmachen, aber. Naja, immer noch besser als die Wegmarker, die einem genau sagen, wo man hin muss. Wo man eigentlich schon ziemlich hirnverbrannt sein muss. Ach, sauer. Mehr ist das nicht, ne? Das ist einfach nur so ein. Ich laufe drum und sammle das Zeug ein. Ja, okay. Hätte man vielleicht. Ein bisschen nach Osten, nach Süden. Vielleicht einen Hauch. Es gibt mehr als 80. 81. Ah, 80 Stück plus den Brocken, den er uns gegeben hat. Ist das richtig? Mann, wir haben aber auch viel Int geskillt. Ich habe auch gemerkt, in der ersten Folge, ne? Was mache ich denn auf der Karte? Völlig falsch. Ich habe gesehen, die Intelligenz war immer schon 26. Das sind die Startwerte. Die haben sich nie verändert. Ja, richtig. 82? Okay. Vielleicht gibt es einen Bonus für jeden zusätzlichen. Oder wächst das nach? Ich weiß es nicht. Aber wir haben doch alles, okay, ich gehe zu, ich habe mich verlaufen. So. Osten, Nordosten, alles klar. Ja. Das ist Süden. Hier müssen wir längs. Ja, das passiert auch. Der Blick auf die Karte, dann wieder in die echte Welt, dann die Karte. Da rafft man dann als gar nichts mehr. So, wir haben reichlich Material. Wir können das Ganze mal abgeben. Mal, bin ich mal gespannt, was er dazu zu uns sagt. Hatte ich nicht auch irgendeinen Gedanken gerade? Ich weiß es nicht. Der Gedanke ist, es fort. Ups, nicht an der Wand hängen bleiben, bitte. Das wäre echt Traum. Und hauch das Bein. Ja, wir sind viel geschlafen. So viel Mana hätten wir gar nicht gebraucht. Aber ich dachte, das sei die reinste ja, Geisterbahn da drin. Aber war offensichtlich nicht der Fall. So, Westen. Ja, das ist schon was Feines. Gerade bei so Grid-based Geschichten, sage ich mal. Aber selbst ein Eye of the Beholder hat ja schon standardmäßig den Kompass im Hut eingeblendet. Das hat da auch schon geholfen. Okay. So. Wir speichern aber vorher ab. Nicht, dass du sagst, haha, du hast zu viel gebraucht. Bitte mal stehen. So, der gute, wie ist er? Ajorne? Anjor. Ah, Anjor. Ja, klar. Hast thou found 80 samples of Azanium? Yes, I have. Excellent. May I have them, please? Jetzt geben wir mal die 82, oder? Jawohl. Er will 80, er kriegt 80. Kriegst du... Here they are. I thank thee kindly. Return in an hour and I shall give thee a gold nugget the size of which thou canst but imagine. Eine Stunde warten. Das Lustige ist, das dauert echt eine Stunde. Das heißt, was machen wir jetzt? Können wir zwei Folgen durch die Gegend latschen? Wir sprechen ihn nochmal an. I said it would be in an hour. Come back in 60 minutes. Und jetzt machen wir Trick 17. Wir schlafen mal. Und dann dürfte passieren Folgendes. Es ist gar keine Zeit vergangen. Komm in 60 Minuten wieder, oder? Das ist nämlich Echtzeit. Okay, oder auch nicht. I thank thee again. Ah, okay. Sauber, Leute. Dickerer Brocken. Ja, okay. Nett. Also die Aufgabe wäre erledigt. Immer noch Stufe 13, aber vielleicht könnten wir auf... Ja, sollen wir das mal machen, Spaß? Aber die Defense war Anra. Also wir reden einfach mit dem... Obwohl, ich will ganz Search machen, ehrlich gesagt. Einfach immer so. Oder ist das eine gute... Ne, wir machen Anra. Falls wir noch in Kämpfe geraten,
Jawohl, 16. Das war nicht so gut. 18. Ja, es wird schon. Vielleicht wird es immer weniger, das kann auch sein. Not ready yet. Das heißt also bei irgendwelchen Quests, ja, da bekommen auch Erfahrungspunkte und vielleicht auch direkt so eine Art Level-Up. Ja, wie ich habe es schon mal erwähnt, Torchlight 2 hat ein ähnliches System, wo man Ruhm und Erfahrungspunkte erntet. Das sind zwei verschiedene Balken. Finde ich halt extrem gut, weil man, wenn man die dicken Gegner platt macht, dann gibt es nicht nur Erfahrungspunkte fürs Kleinvieh und für Aufgaben, sondern dann gibt es Ruhm. Ruhmespunkte. Und diesen Ruhm, den kann man dann auch in Fähigkeiten stecken. Man hat also mehr oder weniger zwei Verbesserungen. Und das ist ja herzallerliebst. So. Und hier wird es wohl ähnlich sein. Das heißt, nicht nur vom Level hängt es ab, sondern auch von... Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich von Aufgaben, die man löst. Müssen wir irgendwas bei den... Aber wir haben noch keinen Stuhl gefunden, aber... Das ist ein bisschen komisch. Ich hoffe mal, dass man noch Rottwurm findet. Ansonsten, was wird er einem geben? Ich weiß es nicht. Vielleicht einen warmen Händedruck? Oh, Fisch. Apropos Essen. Ah, es sind sogar mehrere. Okay. Schmeißen wir es mal beide. Boah, drei Fischchen liegen da. Wie viel haben wir denn? Wellfed. Walfett. Zack, voll. Ich weiß immer noch nicht, ob das voll wirklich der richtige Level ist oder ob Well-Fed nicht besser ist und voll schon voll gefressen. Man könnte auch sagen, ja, es müsste Stuffed heißen oder sowas, ist schon klar, aber... Genau, Moment, wenn wir schon mal hier sind. Ich hatte nämlich eine Eingebung. Beziehungsweise ich habe mal überlegt, wir wurden ja wieder zu dem... Das letzte Mal... War das letzte Mal mit dem Mondstein, dass wir da zurück teleportiert wurden oder zu so einem komischen Steinchen in so einen komischen Raum teleportiert wurden? Meine Idee ist, dass man in der Nähe dessen dann dahin gebeamt wird, keine Ahnung. Das ist die Magic Scroll, genau, die benutzen wir jetzt einfach mal. Das müsste die sein, die Gate Travel. Ich benutze sie. Einfach mal so. Ne. Wieder zu diesem... Mondstein. Warum? Gibt es nur diesen einen? Aber der Orb hat uns auch mehr gezeigt. Oder müssen wir... Ah, oder müssen wir vielleicht einen anderen Orb angucken? Halt, falsch. Ich hatte den Kompass. Die ganze Zeit rede ich davon und jetzt ignoriere ich ihn einfach. Das kann doch nicht angehen. Ja, vielleicht muss ich den mitnehmen, weil den habe ich jetzt. Ah ne, wir wurden das letzte Mal dann auch zu einem... Wir wurden in den Raum, wurden wir zwar... Ach, dann drück doch einmal. Wir wurden zum Raum teleportiert, aber da war nichts. Ist das... Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ich gehe nochmal runter und schaue, ob ein neuer Krieger am Start ist. Denn mich juckt's mit den 100 Mana, ehrlich gesagt, so ein bisschen in den Fingern. Toll. Jetzt haben wir das ganze Mana und die... ganze geballte Ladung an magischem Potenzial und Energie und sowieso. Aber wir können es nicht nutzen. Das ist natürlich hervorragend. So, da ist der Chef. Das speichere ich vorher ab. Der wird jetzt nichts... Der wird's holen. Vielleicht gibt es jetzt Talisman. Haha. So, na, du gieriger Sack. Guten Tag. Ah, Bung-Us, it is a pleasure to see thee again. Thy name shall go down in the history of our clan. Das will ich auch hoffen, Junge. So, jetzt pass mal auf. Nimm mal den Klumpen hier und I thank thee, here is a gift. Zounds, a larger lump of gold I've never seen. Surely thou art deserving of this axe, an honored weapon that has been passed down from the time of my ancestors. Use it well, for there are few weapons better. Okay. A serviceable jeweled axe of additional damage. Geil, es gibt magische Waffen. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen nicht so gut. Wie wiegt denn das? 3 Kilo, ist eine verdammte Menge in diesen harten Zeiten. Wir nehmen mal das Geld mit. Und zwar alles, was da liegt. Null, genau. Was?
So, wir nehmen alles mit, weil. Genau, jetzt kann ich mal die Reparatur zeigen. Das wird wahrscheinlich wieder ein paar Minuten dauern. Die haben wir nicht. Und das muss man sich ja nicht antun. Alt. Hier ist ein ganz einfacher Trick. So, Minen. Rechter Gang. Linker Gang. Rechter Gang. Brücke. Linker Gang. Brücke. Und dann einfach nur noch den Weg folgen. Ah. Rechts, links, rechts, links. Und dann ist man beim guten alten vorne zu Schmied. Richtig gut, oder? Genau, da ist er nämlich. Der Identifikationsmann, dem ich auch schon die Waffe gebracht habe. Aber wie gesagt, da fehlt die Hälfte. Die ist vielleicht weiter unten, ich weiß es nicht. Nee, in Level 3 muss sie sein. Da hieß es doch, in unserer Domäne gäbe es das. Wir reden mal mit ihm. So, guten Tag. Ah, it is the bold one himself. Oh, mein Devoir. Wie wär's mit der Reparatur dieses Wäffelchens? This is in need of repair. Canst thou repair it? It'll cost you 19 gold pieces. Oh, leck mich doch am Kittel. To get this jeweled axe fixed up. Do you want me to go ahead and fix it then? Yes, please do. Alright, I'll have it ready for you in 11 minutes. And don't forget the 19 pieces of gold. Oh, man. Okay. Excellent, I shall see thee then. Jetzt haben wir eine neue Waffe, die wahrscheinlich richtig gut ist mit Additional Damage. Das meinte ich mit, vielleicht hätte ich mal mehr Waffen. Naja, 9 haben wir. Vielleicht hätte ich mehr Waffen mal hochnehmen und anschauen sollen. Wir haben doch den Lore Skill. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das um einige. Ach nee. Nee, dann müsste das ja irgendwas mit Magical heißen, ne? Das geht natürlich nicht. So, wir brauchen noch 10 Münzen. Tja, Zeit ist um. Das dauert jetzt eh noch 11 Minuten. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich von unten mal noch 10 Goldmünzen mitgenommen. Da unten lag ja so viel rum. Alles voller Gold. Naja, ich würde sagen, das dauert eh noch. Dann sieht man sich beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ja, wir schwingen die Axt, die neue mit Additional Damage, dass wir also richtig reinhauen. Wir sind also guter Dinge, haben die Mine geklärt und ja, wo es weitergeht. Sehen wir dann. Es gibt ja noch einiges zu tun, aber was weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ah doch, wir können ja in Level 6 hinabsteigen. Das wird wohl als nächstes kommen. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.